Wo seid ihr? Oh, endlich, da seid ihr ja. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt ganz klar. Hm? Nach links. Nein, nach rechts. Das war auch der falsche Weg. Deckung! Abtauchen! Wie sollen wir die Daltons finden bei all diesen vielen unterirdischen Tunneln? Ganz leicht. Und zwar so. Da sollte mal jemand seine Unterwäsche wechseln. Na los, gehen wir auf Hasenjagd. Hey, er hat eine Spur gefunden. Seht mal ein kleines Häschen. Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan, kleines Hasilein. Also schön, Jungs, wir teilen uns auf. Ein Tunnel muss doch nach draußen führen. Die Spur ist frischer als frisch. Ich finde euch schon. Okay, seht zu, dass man euch nicht sieht. Was denn? Du hast doch gesagt, man soll uns nicht sehen. Da vorn ist ein Licht. Natürliches Licht. Passt auf, vielleicht sind die giftig. Da fehlt etwas Salz. Habt ihr von den Pilzen gegessen? Nein, klar, habt ihr von den Pilzen gegessen, ihr Deppen? Naja, es ist ganz nützlich, wenn man die Hände frei hat. Ihr könnt doch nicht einfach alles in euch reinstopfen. Haben wir euch! Benehmt euch nicht wie Babys. Los, runter mit euch. Du zuerst. Du zuerst. Und du auch. Oh, Mann. Was ist denn los mit dir? Oh, ich hab Wanstkrummeln, Joe. Das kommt von diesen blöden Pilzen. Na, zumindest können wir uns so den Weg leuchten. Weiter geht's. Das gefällt mir nicht. Es ist zu ruhig. Es ist niemand hier. Gehen wir lieber wieder zurück. Averill, Licht! Averill! Das bin ich nicht. Oh, ein Schatz! Sie kommt näher. Schnappen wir uns, was wir tragen können und hauen ab. Hörst du das? Die Geister rasseln mit ihren Ketten. Hey,
das sind doch die Daltons. Wusste ich doch, ihr Hohlköpfe. Mann, sind wir froh, euch zu sehen. Freiheit, endlich! Was für ein Glück! Lüge! Das ist ein großer Tag. Danke, dass ihr den verlorenen Schatz seinem rechtmäßigen Besitzern zurückgebracht habt. Mein Stamm dankt euch, meine Mutter dankt euch und mein Konto dankt euch ebenfalls. Ja, na dann wollen wir mal wieder nach Hause gehen. Eine hübsche kalte Zelle und ein hartes Bett sind eine willkommene Abwechslung nach dieser Aufregung. Oh Mann, nach der Schufterei mache ich erstmal ein kleines Nickerchen. Ich muss jetzt erstmal schlafen und die ganze Aufregung verdauen. Na toll, wie macht man ein menschliches Nachtlicht aus? Oh je. Hey, was macht der Hund denn da? Er macht Pipi, das sieht man doch. Kann denn niemand diesen Köter rausschaffen? Also, das steht nicht in unserem Vertrag drin. Hygiene ist äußerst wichtig. Haben Sie eine Idee, Betty? Natürlich! Rantanplan könnte mit den Gefangenen draußen spazieren gehen. Die Gesellschaft von Tieren kann für das psychologische Gleichgewicht der Gefangenen wichtig sein. Ja, das ist wahr. Ich habe eine Kakerlake gefangen und fühle mich psychologisch schon viel ausgeglichener, ohne Verantwortung. Dann suchen Sie ein paar Gefangenen, die mit dem Hund draußen Gassi gehen, ohne dass sie sich aus dem Staub machen. Und die Laterne hier muss verschwinden. Hey, mein Laternenpfahl. Jetzt muss ich es mir verkneifen, bis ein neuer gewachsen ist. Ich habe eine Idee. Was sag ich? Das ist ein teuflischer Plan. Ach, wollen wir abhauen? Schrei doch noch lauter, damit alle Bescheid wissen. Also, wir machen jetzt ein paar kleine Tests, um eure Fähigkeiten als Hundetrainer zu überprüfen. Ich verstehe nur Bahnhof. Fangen wir mit Stöckchenwerfen an. Ever, wirf irgendwas. Mal sehen, ob er es zurückbringt. Rand am Plan. Hol den Ball. Was für ein Talent. Der ist ein Genie. Machen wir mit Pfötchen geben weiter. Gib mir Komm zu, Papa. Pfötchen, gib Pfötchen. Jetzt mach schon. Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Niemals zwei Pfötchen zur selben Zeit geben. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie gut ihr einen Hund kontrollieren könnt. Ich hab die Bestie in mir bezwungen, also ist ein Hund ein Kinderspiel für mich. Zu eins, dass er es nicht länger als eine Minute schafft. Wette gilt. Und 30. Schneller Zaster. Und jetzt der Stimmbefehlstest. Ihr müsst Rantanplan dirigieren und zwar nur mit eurer Stimme. Lala, das wird schwierig. Los, können wir endlich weitermachen? Ich muss so dringend, ich mach mir gleich ins Fell. Rantanplan, hoch mit dir, lauf! Er will mir was sagen, aber was? Jetzt komm schon, stell dich nicht so an, beweg dich. Vielleicht gibt's was Neues über meinen Laternenpfahl. Hör mal, wenn du in China wärst, dann würdest du dir mehr Mühe geben. Die machen da Würstchen aus dir und packen dich zwischen zwei halbe Brötchen. Also komm schon, komm, beweg dich. Los, Hundi, Hundi. Ich weiß, er will, dass ich auf seinen Arm springe. Ah!
sieht's aus? Zählt das auch ohne Hund? Mhm. Das war wirklich ganz außergewöhnlich. Morgen geben wir den Namen desjenigen bekannt, der Rantanplan draußen Gassi führen darf. Wir haben garantiert nicht bestanden. Wir müssen diese Liste fälschen. Aber mein Laternenfall, mein Laternenfall. Ja? Wir haben das Ergebnis ausgewertet. Am besten geeignet fürs Gassigehen sind... Also am besten geeignet zum Gassigehen sind... Die Dortens? Tja, wer hätte das gedacht? Aber was feststeht, das steht fest. Unglaublich, es hat geklappt! Es hat geklappt! Das ist total abgefahren! Wir sind frei! Wir sind frei! Was habt ihr auf unserem Territorium zu suchen, Bleichgesicht mit dem gestreiften Shirt und einem Wachstumsproblem? Was eine Erleichterung. Ist das euer Hund? Ein Hund? Was für ein Hund? Ja, wir haben nämlich den Test gewonnen. Das Tor! Öffnet das Tor! Da draußen sind uns zu viele Rothäute. Das ist uns viel zu gefährlich. Vergessen wir das draußen Gassi gehen. Effektivität ist wichtiger. Ich schlage vor, wir machen alles wieder so wie gehabt. Her mit diesem roten Ding. Rantanplan! Rantanplan! Ja, was denn? Man muss mit der Zeit gehen.